Auch noch ein bisschen. Wir haben leider keine Spiegel mehr. Was macht eigentlich ein Friseur? Ein wichtiger Teil deiner Arbeit als Friseur ist zunächst die Beratung. Haben deine Kunden noch keine Ahnung, wie sie ihre Haare eigentlich verändern wollen? Da kommst du ins Spiel. Denn du kennst dich schließlich am besten mit verschiedenen Frisuren, Schnitten, Styles und auch Farben aus. Weiß dein Kunde aber direkt, was mit seinen Haaren eigentlich passieren soll? Dann legst du direkt los mit Färben, Waschen, Schneiden, Föhnen oder Stylen. Aber neben den Haaren kümmerst du dich übrigens auch um Augenbrauen, Maniküren oder Make-up. Und jetzt zum Finanziellen. Was verdient ein Friseur? Als Friseurin erhältst du nach der Ausbildung zwischen 1700 und 2250 Euro. Je nach Arbeitsort, Berufserfahrung und Arbeitgeber kann das Gehalt natürlich variieren. Auch in der Ausbildung verdienst du schon dein eigenes Geld. Im Friseurhandwerk bekommst du aktuell 540 bis 625 Euro im ersten Jahr, 660 bis 732 Euro im zweiten Jahr und 760 bis 837 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Und was lernt man eigentlich in der Friseurausbildung? Die Friseurausbildung läuft dual ab. Das bedeutet für dich, du bist abwechselnd in Betrieb und Berufsschule. Im Betrieb wird dir gezeigt, welche verschiedenen Frisurentechniken du anwenden kannst und wie du Haarfärbemittel richtig auswählst und verwendest. Außerdem lernst du die Arbeit im Team und mit den Kunden kennen. In der Berufsschule lernst du unter anderem, wie du die Haare von Kunden am besten pflegen kannst und wie sich Haare dauerhaft verändern lassen. Daneben kommen auch noch allgemeine Fächer wie Deutsch oder Sozialkunde auf dich zu. Und was sollte man als Friseur überhaupt mitbringen? Welche Voraussetzungen braucht man für die Ausbildung? Grundsätzlich kann man mit jedem Schulabschluss Friseur werden. Die meisten Azubis haben aber einen Hauptschulabschluss oder einen mittleren Schulabschluss. Gute Noten in Deutsch, Kunst oder Chemie werden aber trotzdem noch gerne gesehen. Auch Soft Skills solltest du mitbringen, denn die Arbeit mit Kunden erfordert Kommunikationsstärke, Sinn für Farben und Ästhetik und Einfühlungsvermögen. Und die letzte Frage: Wo arbeiten Friseure eigentlich? Als Friseur arbeitest du natürlich in Friseursalons. Aber auch kosmetische Salons und Bereiche von Hotels stehen dir offen. Teilweise kannst du auch in der Garderobe oder in der Maske eingesetzt werden und ganz selten arbeitest du auch beim Kunden vor Ort.